It's time for holiday. Holiday, holiday, holiday. Time to celebrate. Take a drink, throw your hands in the air. It's time for holiday. Holiday, holiday, holiday. Time to celebrate. So, das Wetter ist gut. Heute wollen wir nach Sirmione. Kurzer Ausblick zum Gardasee. Der Kutscher kennt den Weg. Hat's Navi an. Kein Schief gehen. 200 Metern fahren Sie durch den Kreisverkehr. Erste Abfahrt. Also günstig ist was anderes. 3 Stunden 6,60 Euro. Das heißt, wir müssen uns beeilen, wir müssen in einer Stunde durch sein. Jetzt haben wir nur 2,20 Euro. Ja, nur euch. Perfekt. Parkplatz im Schatten gefunden. Und dann gehen wir mal Richtung Festung. Sirmione liegt 4 Kilometer in den See rein, die Landzunge. Den größten Teil sind wir jetzt gefahren und das restliche Stück bis zur Festung werden wir jetzt zu Fuß gehen. Ausstände. Das bringt den ganzen Zeitplan durcheinander. Man muss doch mal gucken. Ja. Nur gucken. Da geht's weiter. Da sind wir die Altstadt betreten, weil jetzt über die Skaliger Wasserburg. Da geht's weiter. Wir werden jetzt erstmal weiter gucken. Also die beiden Kiddies kostenlos, nur wir beide müssen bezahlen. Zusammen 8 Euro. Warte hier. 3664 Stufen bis zur Spitze. Ich hab Zeit. Gut. Weiter mit. Olli? Gut, gute Entscheidung. So, ein Erwachsener 4 Euro. Das ist in Ordnung. Gehen wir jetzt mal weiter. Zwei Millionen Stufen später sind wir jetzt auf der oberen Mauer angekommen. Wollen wir aber noch hoch. Nichts für große, stößt man sich im Kopf. Aber jetzt geht's noch mal höher. Oben angekommen, hat man natürlich einen richtig tollen Rundumblick. Das ist die Altstadt von Sirmione. Und dort hinten kann man an der Promenade lang, da kommt man zu den Kalkvorsprüngen und zu den Ausgrabungen, zu den römischen Ausgrabungen. Shoppingmeile, Essensmeile. Ah,
Das sagen sie jetzt nur, weil sie sehen, dass die Kamera läuft. Da geht's weiter. Im Zug geht es hoch zu der Grotte die Catulla. Reise. Besser als nöhende Frauen. Ich sitze jetzt mal vorne. Eintrittspreise 6 Euro Erwachsener, Kinder unter 18 sind kostenlos. Hier vorne ist dann auch ein Museum drin. Aber jetzt gehen wir erstmal zu den Ausgrabungen. So sah es hier mal aus. Alte römische Villa. Weiter durch den Olivenhain. Mit so einem schönen Panorama, da lässt es sich leben. Jetzt hier an der Spitze angekommen. Also für das Geld gibt es hier jede Menge zu sehen. Am besten mal selbst erkunden, weil es ist ein sehr großes Gelände. Ein letzter Schwenk. Wir befinden uns jetzt vor der Villa. Auf jeden Fall sehenswert. Wer hier am Gardasee ist, sollte auf jeden Fall mal Sermione besuchen. Das ist wirklich ein toller Ausflugsort. Wir werden jetzt erstmal ein leckeres Gelati uns gönnen und noch ein bisschen in Ruhe durch die Geschäfte schlendern. Also, bis zu unserer nächsten Tour. Macht's gut. Wenn ihr Hunger habt, auf Eis, eine Kugel, 1,50 Euro. Und jetzt zeige ich euch mal die kleine Auswahl. Ganz klein die Auswahl. Und? Ist lecker? Gut? Super. Jetzt aber macht es gut.
Strecke von mir. Jeden Tag bin ich bei Facebook drin. Ich poste mein ganzes Leben dorthin. Jeder sieht, was ich grad mach und wo ich bin. Log dich ein und drück auf. Gefällt mir.